Jatara, Bauch. Jatara ist einfach der anatomische Begriff für Bauch. Jatara ist ein Bauch und der Bauch spielt im Yoga natürlich eine besondere Bedeutung. Bauch ist das Prana-Speicher, Solarplexus auch genannt. Bauch ist das Sonnengeflecht. Jatara heißt, dass du im Bauch Energie sammeln willst. Jatara ist natürlich auch die Verdauung. Wenn dein Jatara Agni, darüber spreche ich das nächste Mal, gut fließt und gut stark ist, dann kannst du auch gut verdauen. Im Yoga spielt auch die Bauchatmung eine wichtige Rolle. Mit einem Jatara solltest du gut atmen, vollständig ausatmen, sanft einatmen. Wenn du so atmest, kommst du zur inneren Ruhe. Wenn du unruhig bist, dann atme tief mit dem Bauch ein und aus. Die beste Übung gegen Lampenfieber ist tiefe Bauchatmung. Auf den Yoga-Vidya-Seiten findest du ja auch die sogenannte Lampenfieber-Transformationsatmung. Du kannst auch einfach gucken auf www.yoga-vidya.de. Such dort nach Lampenfieber oder Lampenfieber-Transformation. Dann findest du eine Anleitung, wie du über Bauchatmung Lampenfieber transformieren kannst. Und Konzentration auf dein Jatara hilft dir auch, dich besser zu konzentrieren. Es hilft dir, zur Ruhe zu kommen. Es hilft dir, in dir selbst stark zu sein. Jatara, Bauch. Und achte bei den Yoga-Übungen darauf, dass du mit dem Bauch tief atmest. Am Tag zentriere dich immer wieder auf den Bauch. Wenn du sprichst, sprich vom Bauch her. Wenn du mit Menschen zu tun hast, verbinde Bauch, Herz und Kopf. Bauch heißt diese Zentrierung des Prana. Herz heißt Liebe. Kopf heißt auch mit Verständnis und mit Vernunft, mit Intelligenz. Und dann handle und tue etwas für andere. Also nochmals, Jatara, Bauch.